Willkommen zurück zu Gothic. Und es gibt eine kleine nette Sache. Nämlich, wenn man mehrere Zauber ausgewählt hat, kann man einfach eine Leertaste halten. Und sich das Ganze. Das ist Eisblock, genau. Und sich dann den Zauber auswählen. Und ich würde gerne zunächst beginnen mit Eisblock. Weil ich vermute, dass das den Golem. So viel dazu. Okay. Das hat schon mal wunderbar nicht funktioniert. Was haben wir da? Eisblock, Eisblock funktioniert. Teleport bringt mir nichts. Eispfeil. Wo ist mein Blitz? Da ist mein Blitz. Na, dann eben Blitz. Hallo? Ich muss hier weg. Meine Güte. Der haut ja rein. Oder probiere ich es mal mit der Waffe. Kann ich denn mit der Waffe vielleicht irgendwas anhaben? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Ey, du sollst hier weg. Ganz schnell hier weg. Ganz schnell. Uiuiui. Der haut ja rein. Jetzt frage ich mich bloß, Blitz ist doch eine Rolle, die ich hatte, oder? Und keine Rune. Schaden pro Sekunde. Zwei. Ich meine, ich hatte zwei Stück. Verbraucht die sich nicht, die Rolle? Ist ja lustig. Oder ein Bug. Könnte beides sein. Ich könnte jetzt Heilung versuchen, aber ich habe halt eben auch kein Mana mehr. Richtig Mana. Ich habe 20 Mana. Ich glaube, in dem Moment wäre es tatsächlich sinnvoll, dass ich mir das extra Mana hole. Das wäre ein Amulett. Dafür müsste ich meine 10 Stärke aufgeben. Das heißt, ich bräuchte einen Ring, der mir Stärke gibt. Und davor verzichte ich auf den Schutz vor Pfeilen, weil der Golem sowieso keine Pfeile hat. Sehr gut, dann fehlen mir jetzt trotzdem noch 20 Mana. Naja, gut. Erstmal heilen. Ah! Oh. Ich habe das Gefühl, der Feuergolem ist der schwerste von allen. Kann das sein? Wahrscheinlich ist er deswegen auch der letzte. So, ich finde, Bier sollte Mana wiederherstellen. Fände ich gut. Komm, dann halt zwei davon. So, jetzt habe ich halt 10 verschwendet. Dann ist immerhin 30. 30 Mana für alle Fälle. Die habe ich ja jetzt gerade. Na gut, Teleport. Nein, nicht Eispfeil. Blitz. Wobei, Eispfeil könnte ich auch mal probieren. Der Eisblock hat nicht funktioniert, aber vielleicht ist der Eisblock ja tatsächlich das, was ich denke. Nämlich ein Einsperren in einem Eisblock. Und das macht an sich keinen Schaden, sondern die Wirkung ist wirklich nur das Einsperren. Vielleicht klappt ja Eispfeil. Eispfeil macht ja auf jeden Fall Schaden. Oh ja, das funktioniert. Sehr gut. Aber ich würde gerne mit Blitz weitermachen. Erstmal will ich, dass er anhält und dann mache ich Blitz. Jetzt macht er Schaden. Hallo? Warum machst du keinen Schaden mehr? Sie geht jetzt ernsthaft auf einen Eispfeil hinterher schießen. Ups. Ja, muss ich. Okay. Herz eines Feuergolems. Yeah, ich habe den dritten Golem. Und ich bin schon wieder fast tot. Aber ich habe ihn. Und das mit der Eiswelle liegt wohl wahrscheinlich, also ich schätze mal, ich vermute mal, dass dieser Eisblock so eine Art Eisgefängnis ist. Das halt einfach Gegner verlangsamt und einsperrt. Aber halt nicht Schaden macht als solches. Wo führt denn dieser Weg hin? Hätte ich da einfach an den Viechern vorbeilaufen können? Ist das das Wasser, das ich da von oben mal gesehen habe? Nee, ne? Nee, das war woanders.
Hätte ich da einfach unten rumlaufen können? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ich glaube, das hätte ich tatsächlich tun können. Nun gut. Wie dem auch sei, jetzt will ich erstmal zu Xardas. Und wer weiß, ob der mir so friedlich gesonnen ist. Ich speichere mal. Das klingt... Das wäre hier irgendwas. Ah, richtig. Amulett der Magie. Ersetze ich durch Stärke und dann kann ich Stärke ersetzen durch Schutz vor Pfeilen oder Lebensenergie. Schutz vor Pfeilen. So, brauche ich natürlich immer noch Lebensenergie, ganz viel. Meine Güte, braucht es lang. Nee, komm, ich fange jetzt da oben an. Seraphis, die habe ich ja schon fast leer. Ich bin ein Freund von übersichtlichen Inventaren. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal die Sachen, von denen ich wenig habe, zuerst leer. Hier so zum Beispiel das da. Gut, scheiß auf zwei Lebenspunkte. Auf das bisschen kommt es nicht an. Habe ich eigentlich meine gute Waffe wieder ausgerüstet? Nein, jetzt schon. So, ich habe doch hier gerade irgendwas gehört. Aha. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Der spricht doch gar nicht. Was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis. Feuer. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Zwei fehlen, ne? Okay, also vermutlich hätte ich da wirklich untenrum einfach hinlaufen können. Aber um mit Xardas zu sprechen, muss ich wohl tatsächlich diese Golems dann auch besiegt haben. Sonst will er mich wahrscheinlich nicht sprechen. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Ah. Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Okay. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Wer denn sonst? Wenn er eine Kreatur ist von seinem Meister? Teleport zum Dämonenbeschwörer. Und so ein Flyer. Gut, bevor ich mich dahin teleportiere, das könnte ja auch eine Falle sein. Lass mal hier noch umschauen. Ob hier nicht noch irgendwas Nützliches rumliegt. Eine Truhe. Na, lieber nicht, wenn er dazu guckt. Der scheint mir dann doch ein bisschen. Moment, was ist das? Achso, Fässer. Okay. Dinge, keine Sachen. Was haben wir hier noch? Okay, geht's da irgendwie hoch? Nö, geht's nicht. Okay. Na dann, Teleport der Mond. Wie viel Mana habe ich noch? 2. Das wird so nix. Ich bräuchte mal ein bisschen Mana. Dankeschön.
Ich höre Blättern. Ich höre jemanden blättern in einem Buch. Oh, schön. Es gibt hier Skelette an der Wand als Deko. Gefällt mir irgendwie nicht. Es wird schon langsam wieder dunkel. Und ja, da unten hätte ich einfach, glaube ich, gemütlich lang spazieren können. Aber ohne die Golem-Herzen kommt man hier halt nicht rein. Habe ich denn das Stück des Eisgolems noch? Ich hätte ja von dem Eisgolem nicht nur ein Herz, sondern auch ein Stück. Ist das vielleicht hier bei Magie? Ja. Stück eines Eisgolems. Ja, das habe ich noch. Vielleicht kann ich das ja irgendwo noch für nützlich anwenden. Nutzbringend einsetzen. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Ich. Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Oh. Du bist wohl gerne ungestört, was? Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen... Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Choristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Außer dir, nehme ich an? Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Choristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Oje, okay, warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Aha. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen.
Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Das ist ja nett. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Ich suche magisches Wissen. So, Untote vernichten. Gut zu wissen. Monster schrumpfen? Golem beschwören. Oh, wow. Sehr gut. Ich frage mich, wie ich hier wieder rauskomme. Ich kam hier nur per Teleport rein. Und meint er mit dem alten Kastell vielleicht die Ruinen, die ich vor einigen Folgen entdeckt und durchsucht habe? Möglicherweise, ja. So, also hierher kann ich mich teleportieren. So viel ist klar. Aber wie komme ich jetzt runter? Gibt's hier irgendwo eine Leiter? Wie genau komme ich da jetzt raus? Oder habe ich zwei Teleportruhen? Eine für hier und eine für unten. Nö. Ich probiere es nochmal mit der hier. Das hat es irgendwie nicht gebracht. Wie komme ich hier runter? Das muss doch irgendwie gehen. Geht's hier vielleicht noch irgendwie weiter? Nö, ne? Da kann ich auch nicht ziehen. Ja, da ist nichts. Wie komme ich hier runter? Das dürfte tödlich sein. Also lasse ich es mal lieber. Ist hier drin noch irgendein Weg? Nö, ganz viele Bücher. Oh, so eine Bibliothek will ich auch mal hinzuholen in so vielen Büchern. Vielleicht irgendwie lang? Nee. Da ist nix. Und hier ist auch nix. Und das Wasser ist auch nicht wirklich in greifbarer Reichweite. Toll! Wie komme ich da jetzt wieder runter? Was war das? Wie komme ich hier runter? Hilf mir! Sag's mir! Nein, ich suche kein magisches Wissen. Ich suche den Ausgang. Oder übersehe ich jetzt gerade hier irgendwas? Vielleicht das da? Nö. Was auch immer das sein soll. Das hilft nicht. Ich
guck mal in der Truhe. Vielleicht ist da ja irgendeine Teleportrune. Nö, nur ein paar Tränke. Die nehme ich einfach mal. Vielleicht da drin? Nein, nur Tränke. Wie zum Henker komme ich jetzt hier runter? Was zur Hölle? Aber jetzt mal ernsthaft, das muss doch hier irgendwo einen Ausgang geben. Vielleicht einfach ins Pentagramm reinstellen und dann springen? Vielleicht so? Nee. Hallo? Was zur Hölle? Wie komme ich hier wieder raus? Bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als mich einfach hier raus zu teleportieren. Hast du mit Xardas gesprochen? Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas, er muss uns helfen. Der Erzhaufen ist groß, ja. Magie zu Ehren. Ja. Ich bin bereit, den dritten Kreis zu betreten. Der dritte Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Nicht länger bist du ein Suchender. Du bist bereits ein Stück des magischen Weges gegangen. Du hast gelernt, die Runen zu nutzen. Dieses Wissen ist das Fundament für deinen weiteren Weg. Nutze die Runen mit Bedacht. Du kannst eine Rune nutzen oder nicht, aber entscheide dich für eine der Möglichkeiten. Zögere nicht, deine Macht einzusetzen, wenn du dich einmal entschieden hast. Erkenne deinen Weg, dann wirst du die Macht der Entscheidung erkennen. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der Zeit. Ja, wann denn? Sag's mir doch wann. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Sag mir doch mal, was ich tun muss dafür. Meine Güte. Was ist jetzt mit der Quest eigentlich geworden? Wo ist er denn? Xardas? Auf Friedhof? Nee. Was? Hey, was? Warum ist die jetzt nicht erfüllt? Verdammt. Wann habe ich den zuletzt gespeichert? Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ach verdammt, erst hier unten. Na gut, dann stelle ich das Ganze mal eben nach und in der nächsten Folge werde ich dann das Gespräch mit Saturas führen und hoffentlich die Quest erfolgreich beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.